Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Repertoire-Serie. Ich bin Thorsten Eil und die heutige Ausgabe meiner Repertoire-Serie beschäftigt sich mit der Sonatine in C-Dur von Muzio Clementi. Das ist das Opus 36 Nummer 3. Dieses Video ist jetzt kein Tutorial in dem Sinne, dass es darum geht, welcher Finger auf welche Taste kommt, sondern in diesem Video geht es um Fragen der Interpretation und der musikalischen Gestaltung. Es geht um den Stil der Zeit und um den Stil des Komponisten und es geht um die eine oder andere technische Herausforderung, die dieses Stück bietet und darum, wie du diese technischen Herausforderungen am einfachsten überwinden kannst. Okay, legen wir gleich los. Ich spiele das Stück, um das es geht, nur noch mal ganz kurz an. Das Stück, um das es geht. Überschrieben ist dieser erste Satz mit Spiritoso. Spiritoso bedeutet geistvoll oder geistreich. Also das heißt, wir sollen diesem Stück beim Vortrag einen etwas intellektuellen Charakter geben. Und von daher bedeutet diese Tempoangabe für meine Begriffe also, dass man auf keinen Fall ein zu schnelles Tempo wählen sollte, dass man also immer noch in der Lage ist, jeden Ton deutlich zu verfolgen. Man könnte also sagen, Spiritoso ist ein Allegro Moderato, also ein moderat schnelles Tempo, etwa so wie ich das jetzt auch vorgespielt habe. Was wahrscheinlich zu schnell wäre, wäre sowas. Also das wäre für meine Begriffe eindeutig zu schnell. Und wir bedenken auch, dieses Stück ist immer noch eher ein Stück für Anfänger, also ich sag mal Anfänger mit Vorkenntnissen. Von daher ist dieses zweite Tempo mit Sicherheit nicht das Tempo, das Clementi, als er das geschrieben hat, im Sinn hatte. Okay, dann beginnen wir einfach mal mit der ersten Zeile. Das Stück beginnt mit Forte. Und wenn wir uns jetzt mal die Linie in der rechten Hand anschauen, dann beginnt das Ganze mit einer punktierten Viertel. Also das heißt, wichtig ist hier, dass dieser erste Ton nicht zu leise ist, damit er über die Länge, auf der er klingen soll, auch tatsächlich klingt und nicht zwischendurch schon verklingt. Dann geht es weiter mit einer Achtelfigur. Bei dieser Achtelfigur, die würde ich persönlich also ganz zart nach diesem langen Ton ansetzen und ein Crescendo machen zur nächsten Eins. Dann bei der nächsten Eins wieder das Gleiche, die folgende Figur leise ansetzen und Crescendo zur nächsten Eins. Also hierher Crescendo. Dann haben wir eine Tonwiederholung, nämlich dreimal das A. Dieses A würde ich mit einem leichten Decrescendo versehen, damit das Ganze nicht so hämmernd wird, so als wollte man dem Zuhörer dieses A um die Ohren schlagen, ja, damit das jetzt nicht sowas wird. Ja, das ist zu aufdringlich. Dann am besten noch auf den letzten Ton eine Betonung und dann hast du im Grunde alles schon falsch gemacht, was man falsch machen kann. Okay, also gehen wir weiter. Wir sind also bei dem H
leichtes Decrescendo, dann die nächste 16. Figur wieder leise ansetzen und Crescendo wieder zur nächsten 1, also zu diesem Fis hin. Ja, und das ist ganz wichtig, dass du diese Betonung zu diesem Fis hin machst. Anfänglich wollen Schüler oft dieses Fis, weil das eine Dissonanz ist, verstecken. Aber genau um diese Dissonanz geht es hier. Also genau diese Dissonanz ist wichtig, weil diese Dissonanz sich nachher schon mit der nächsten Achtel ja auflöst. Genau deshalb ist es wichtig, diese Dissonanz zu zeigen. Also das ist wie im richtigen Leben auch. Spannung und aufregend wird durch die Momente, wo es eben nicht gerade läuft, wo eben auch mal was Unerwartetes passiert. Und genau das haben wir hier. Diese Dissonanz, die ist unerwartet und deshalb ist die auch so wichtig zu zeigen. In dem Moment, wo ich versuche, diese Dissonanz zu verstecken, klingt das für einen Zuhörer oft so wie, ha, jetzt hat er falsch gespielt. Also von daher, wenn du solche Dissonanzen hast, das sind Reibungspunkte, zeig diese Reibungspunkte, indem du diese Reibungspunkte betonst und dann die Auflösung zarter und leiser spielst. Allein dadurch wird dein Musikstück schon einen viel, viel professionelleren Klang bekommen, wenn du die Reibungspunkte, die Dissonanzen zeigst und die Auflösungen dann eben leiser spielst. Wie im richtigen Leben auch. Ja, in dem Moment, wo die Spannung von mir abfällt, kann ich durchatmen und bin gelöster. Und dieses Gelöstersein wäre dann hier eben ein leichterer, ein sanfterer Ton. Okay. Nach dieser Dissonanz haben wir dann auch nochmal eine Tonwiederholung. Auch bei dieser Tonwiederholung ist es wichtig, dass du jetzt nicht hingehst und den letzten Ton betonst, sondern dass dieser letzte Ton schön leicht und sanft ist. Und damit haben wir einen wunderbaren Abschluss für diese erste Zeile. Hören wir uns das Ganze nochmal ohne meinen Kommentar an. Dann geht es weiter in der zweiten Zeile, ab Takt 5. Hier beginnen wir dann im Piano. Wichtig ist immer, auch wenn hier irgendwo Piano oder Forte oder wie auch immer steht, das ist eine ganz generelle Sache, dass du immer versuchst, auch wenn hier eine bestimmte Lautstärke vorgeschrieben ist, innerhalb dieses Lautstärkepegels gewisse Unterschiede zu machen. Also du solltest nie auf einem Lautstärke-Level bleiben, sondern du solltest immer in einem gewissen Korridor Lautstärke-Unterschiede machen. Ist dieser Korridor auf einem geringeren Level, dann haben wir das Empfinden, dass es Piano ist. Ist dieser Korridor auf einem höheren Level, haben wir das Gefühl, dass es Forte ist, aber trotzdem sollte es innerhalb dieses Korridors immer Lautstärke-Schwankungen geben. Also das heißt, um es jetzt mal noch ein bisschen konkreter zu machen, eine laute Stelle im Piano-Teil kann genauso laut sein wie eine leise Stelle im Forte-Teil. Also von daher solltest du nie Angst haben, innerhalb eines Teils, der mit Forte oder auch Piano überschrieben ist, Lautstärkeunterschiede zu machen. Das ist vollkommen in Ordnung, beziehungsweise das ist nicht nur vollkommen in Ordnung, sondern das muss so sein, damit die Musik lebendig bleibt, damit die Musik interessant bleibt für den Zuhörer. Okay,
Wenn wir das an dieser Stelle berücksichtigen, dann würde ich zum Beispiel über die nächsten 5 Takte kontinuierlich ein Crescendo machen und dann im Takt 5, 6, 7, im Takt 8 würde ich dann regelrecht in einem Forte enden, auch wenn da kein Forte steht, aber das würde ich mir jetzt einfach von der musikalischen Gestaltung her so erlauben. Okay, also, das würde dann also so klingen. Nein, so würde es nicht klingen. Es geht natürlich los mit einem F. Wichtig bei dieser Terzfigur ist, dass du versuchst, die Oberstimme zu zeigen. Das kannst du zum Beispiel dadurch üben, dass du jede Terz für sich genommen übst und dann also zum Beispiel diesen Oberton laut spielst und den Unterton leise dazu und auch diesen unteren Ton wiederholst, also zum Beispiel dreimal den unteren. Dann die nächste Terz. Nächste Terz. Und so weiter. So, dann haben wir hier diese. Hier würde ich mir mal erlauben, zum letzten Ton hinzugehen und auf dem letzten Ton auch so ein bisschen grandios zu bleiben. Also, dass ich wirklich. Und dass ich jetzt diesen letzten Ton ausnahmsweise nicht verstecke. Das würde ich nicht machen, sondern wirklich. Wirklich grandios am Ende bleiben. Okay, dann haben wir in der linken Hand ein paar Achtelnoten, die mit Punkt versehen sind. Wichtig, wenn es um das Thema Staccato geht, ist zunächst einmal zu wissen, dass Staccato nicht bedeutet, spiel die Note so kurz, wie es nur irgend geht. Sondern Staccato bedeutet lediglich, die Note von der nächsten, von der folgenden Note zu trennen. Also das heißt, Staccato kann gehen von einem ganz scharfen Staccato bis zu einem Staccato, wo die Töne fast unmerklich getrennt sind. Und speziell bei Clementi ist es also so, dass die Staccati sowieso ein bisschen unspezifisch gebraucht werden. Also normalerweise heißt Staccato lediglich kurz und bedeutet auf keinen Fall Betonung. Das ist so ein Fehler, den Schüler am Anfang immer gerne machen, dass wenn sie versuchen, einen Ton kurz zu spielen, dieser Ton dann auch automatisch laut wird. Das ist aber nicht die Bedeutung von Staccato. Staccato bedeutet wirklich nur, den Ton vom nächsten Ton zu trennen und auf keinen Fall eine Betonung zu machen. Ich sage normalerweise, weil bei Clementi das oft ein bisschen anders ist. Also bei Clementi bedeuten Staccato-Punkte auch gelegentlich tatsächlich, dass er an dieser Stelle eine Betonung haben möchte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was meint er denn hier für die linke Hand? Hier schreibt er Achtelnoten, zwischen den Achtelnoten immer wieder eine Achtelpause. Also das heißt, hier meint er weder Betonung, noch meint er hier, spielt die Note so kurz wie möglich, sondern das Einzige, was er hier meint, ist, dass er nochmal darauf aufmerksam machen möchte, dass wir die Töne trennen sollen, was eigentlich durch die Pausen zwischen den Tönen sowieso schon gegeben ist. Aber wir sind hier bei einem Anfängerstück, zumindest in der Sichtweise Clementis. Und von daher versucht er hier nochmal besonders deutlich zu machen, dass die Töne getrennt werden sollen und dass der Schüler also auf keinen Fall sowas machen soll. Also,
dass der Schüler auf keinen Fall die Töne liegen lassen soll oder irgendwie aneinander binden soll oder sowas. Okay, dann schauen wir uns mal das Ganze ab Takt 9 an. Crescendo vorgeschrieben. Also das heißt, da ich ja im Takt 8 grandios ende, würde ich hier als Kontrast natürlich wieder leise ansetzen und ab hier, also ab Takt 10, dann ein ganz, ganz leichtes Crescendo machen, weil du dieses Crescendo ja über zwei volle Takte entfalten sollst. Bis du dann im Takt 19, 11, genau, im Takt 11 den Höhepunkt erreichst. Ja, also was du auf keinen Fall machen solltest, ist, dass du dieses Crescendo zu schnell machst. Weil dann hast du nämlich das Problem, dass du viel zu viele Töne in sehr lauter sehr laut hintereinander spielst und dass das dann nur noch ein fürchterliches Töne einem um die Ohren schlagen ist. Also von daher mach dieses Crescendo langsam und komm erst im letzten Takt wirklich auch zum Lautstärkehöhepunkt. Auch an der Stelle ist es wieder wichtig, dass du diese letzten drei Töne von der Lautstärke her unterscheidest. Also das heißt, der erste Ton, auch wenn wir hier im Forte sind, ist noch leiser. Der mittlere Ton ist der lauteste, aber auch kürzer. Und der letzte Ton ist leiser, aber dafür länger. Und dadurch, dass der letzte Ton zwar leiser, aber länger ist, hat man den Eindruck, dass das eine harmonische Linie ergibt und vor allem dadurch, dass der letzte Ton länger ist, kommt er einem auch beim Hören lauter vor. Also von daher ist der Effekt so ein bisschen so, als wären beide Töne gleich laut. Was du hier auf keinen Fall machen solltest, alle drei Töne zum Schluss in gleicher Lautstärke zu spielen, weil das gibt so einen unschönen Effekt von so einer Art Holzhackermarsch. Ja. Also das passt zu diesem eleganten Stil von Clementi, dazu passt das einfach nicht. Vielleicht mal ein paar Worte zum Stil Clementis. Also Clementi ist, wie man ja auch an der Musik hört, ein Zeitgenosse von Mozart. Die frühen, also Clementi hat im Laufe seines Lebens über 50 Klaviersonaten geschrieben und die frühen Klaviersonaten von Clementi erinnern sehr stark noch an die frühe Klassik. Also das heißt an Leute wie Johann Christian Bach, Galuppi oder auch an die frühen Sonaten von Haydn. Während die späten Sonaten von Clementi schon eher in Richtung Beethoven verweisen. Clementi hat auch Beethoven um einige Jahre noch überlebt. Clementi ist also über 80 Jahre alt geworden, oder ich glaube genau 80. Und von daher hat er also eine sehr, sehr lange Schaffensperiode gehabt, in der sich auch seine Musik immer wieder verändert hat. Und ich persönlich mag also die Musik von Clementi überaus gern. Clementi hat wirklich wunderschöne Sonaten geschrieben, auch stellenweise sehr anspruchsvolle Sonaten. Und Clementi wird heute nur relativ selten gespielt. Warum das so ist, kann ich hier auch nicht sagen. Die Sonaten von Mozart oder von Beethoven hört man sehr regelmäßig, Clementi eher selten. Ich vermute, es liegt daran, dass Clementi in der Nachbetrachtung quasi einen Marketingfehler gemacht hat. Er hat eine Klavierschule geschrieben, die nennt sich Gradus ad Parnassum. Mit dieser Klavierschule wurden Generationen von Pianisten gequält und zum Beispiel auch Franz Liszt schreibt, dass er diese Klavierschule von Clementi gehasst hat.
Und ich vermute, dass das der Grund ist, warum viele frühere Pianistengenerationen, nachdem sie dann diese Klavierschule von Clementi absolviert hatten, auf den guten Mann überhaupt keine Lust mehr hatten und von daher die anderen wirklich sehr, sehr schönen Klavierwerke von Clementi ignoriert haben. Ich musste diese Klavierschule glücklicherweise nie spielen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich auch in späteren Jahren noch offen war für die Musik von Clementi. Erschwerend kommt hinzu, dass der Komponist, der mich seit frühester Kindheit begleitet hat, war Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart hat leider nur 18 Klaviersonaten geschrieben. Das ist für ein Pianistenleben etwas wenig. Also habe ich dann irgendwann angefangen, mich umzuschauen nach anderer Musik, die vielleicht ähnlich ist wie Mozart. Und dabei bin ich dann im Wesentlichen auf drei Komponisten gestoßen. Das eine ist Clementi, das andere ist Baldassare Galuppi, den Mozart auf seiner Italienreise kennengelernt hat und den er auch sehr bewundert hat. Und das dritte ist Johann Christian Bach, den hat Mozart auf seiner Londonreise kennengelernt. Auch ihn hat Mozart sehr bewundert. Die beiden letztgenannten hat Mozart auch in seiner Jugend kennengelernt. Damals konnte er noch Bewunderung für Kollegen ausdrücken. Den Clementi hat er zumindest, wenn wir seine Briefe zu Rate ziehen, nie bewundert, sondern über Clementi hat Mozart immer nur geschimpft. Und ich wage die Behauptung, dass das daran lag, dass Clementi für Mozart quasi der einzige ernstzunehmende Konkurrent war. Und dass er es daher für notwendig hielt, Clementis Musik schlecht zu machen, obwohl es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Also wie gesagt, wenn du irgendwo mal Sonaten von Clementi hörst, dann hör dir die Sachen wirklich an. Das ist wunderschöne Musik. Okay, genug Werbung für Clementi. Schauen wir mal weiter. Im Takt 13 ändert sich dann der Charakter unseres Musikstückes. Hier steht jetzt Dolce. Wieder los mit der rechten Hand. Der erste Ton ist eine Viertelnote. Dann kommt eine 16. Figur. Bitte diese 16. Figur leise ansetzen und dann ein Crescendo zur nächsten Viertel machen. Hier wieder das Gleiche. Bei Anfängern klingt das oft so. Also das heißt, die machen eigentlich die Betonungen überall dort, wo sie nicht sein sollen. Du merkst ja auch vom Zuhören, das klingt einfach plump. Und wenn man das andersrum macht, dann klingt das Ganze elegant, dann klingt es Dolce. Und das ist für diesen Teil sowieso das Wichtigste überhaupt, was du im Kopf behalten solltest, dass du versuchst, diesen Teil so süß und so lieblich, ja, mit so viel Puderzucker wie nur möglich zu versehen. Und das passt auch wunderbar zu diesem Stil der Zeit, zu den gepuderten Perücken und zu dieser galanten Musik. Also die Musik von Clementi ist immer eine ganz, ganz elegante Musik. Und selbst in den späteren Sonaten, wo Clementis Stil dann schon wirklich Richtung Beethoven geht, selbst da bewahrt sich Clementi immer so eine gewisse italienische Eleganz. Also diese Brutalität und dieses Aufbrausende, was Beethoven oft hat,
Das findet man bei Clementi kaum. Gut, also gehen wir zurück zu Takt 13. Wieder ansetzen, leise und crescendo. So, jetzt kommt eine Verzierung. Wichtig auch hier, dass du diese Verzierung leise ansetzt und zu diesem letzten Ton, zu dem A hingehst. Also was du auf keinen Fall machen solltest, ist den ersten Ton der Verzierung betonen, sondern das A ist hier der wichtige Ton. Wenn du Schwierigkeiten haben solltest, diese Verzierung schnell und elegant hinzubekommen, dann empfehle ich dir folgende Spielweise. Fang das Ganze von hinten an, von dem letzten Ton, also von dem A, und nimm dann immer einen Ton vorne dran mit dazu. Also das heißt, als erstes spielst du und versuchst diese zwei Töne, den ersten leicht, den letzten, das A, der wichtige Ton, betont, die zwei so schnell wie möglich zu spielen. Dann nimmst du einen Ton vorne dran mit dazu und dann alle vier. Okay, also das A ist wichtig, die letzten zwei leichter. Also das heißt von dem A an quasi ein leichtes Decrescendo. Hören wir uns das Ganze nochmal als eine Linie an. Dann geht's weiter ab. In der linken Hand haben wir hier eine Figur. So könnte das klingen, wenn man das, was hier steht, wörtlich nimmt. Jetzt muss man aber dazu sagen, hier steht Dolce. Und von daher würde ich an dieser Stelle eine Technik einsetzen, das nennt man Fingerpedal. Clementi notiert dieses Fingerpedal gelegentlich aus, häufig aber auch nicht, weil er einfach davon ausgeht, dass der ausführende Musiker das von sich aus macht. Und Fingerpedal würde bedeuten, dass ich hier die Töne sich überschneiden lasse, so als würde ich ein Pedal einsetzen. Das Schöne ist aber, ich verwende eben kein Pedal. Dadurch, dass ich kein Pedal verwende, habe ich die Möglichkeit, in der rechten Hand was auch immer zu machen, also die rechte Hand tänzeln zu lassen, ohne dass das Ganze verschmiert. Würde ich Pedal nehmen, würde das so klingen. Entschuldigung. Ja, also du merkst, das wird ein fürchterlicher Brei. Wenn ich aber die linke Hand einfach mit den Fingern so einen Pedalgebrauch imitiere, na, dann klingt das Ganze trotzdem voll, aber ich habe die Möglichkeit, die rechte Hand schön klar und deutlich zu spielen, ohne dass es da irgendwelche Dissonanzen oder wie auch immer gibt. Das ist speziell auch dann ab Takt 15 wichtig. Ja, weil diese Linie in der rechten Hand, die sollte ich natürlich auf keinen Fall mit dem Pedal verschmieren. Auf der anderen Seite klingt es sehr trocken, wenn ich die linke Hand wirklich nur die Achtel spiele. Wenn ich die linke Hand mit Fingerpedal spiele, klingt das Ganze voller. Wichtig bei dieser 16-Figur ist, dass du auch hier kleine
erstens, dass du kleine Lautstärkeunterschiede einbaust und zweitens, dass du diese Figur leicht ansetzt. Also das ist immer das Geheimnis. Solche 16-Figuren darfst du eigentlich nie mit einer Betonung ansetzen. Und in dem Moment, wo du das machst, klingt es immer holprig. Du kommst ja von vorher hier an. Jetzt hast du den Sprung hier zum C. Und in dem Moment, wo du diesem C eine Betonung gibst, klingt das für jeden Zuhörer so wie, oh, Gott sei Dank, ich habe das C gefunden. Ja, also mach das bitte nicht, nimm dir Zeit. Ja, und selbst wenn dich das jetzt minimal ein bisschen aus dem Rhythmus bringen würde, dass du dir hier Zeit nimmst, dann wäre das an dieser Stelle auch nicht schlimm. Im Gegenteil, das wäre eigentlich an der Stelle sogar schön, sich hier ein bisschen Zeit zu lassen und das Ganze dann noch mal, ja, quasi so ein bisschen Luft zu holen und das Ganze dann noch mal neu anzusetzen. Ja, ähnlich wie beim Singen auch. Auch der Sänger muss immer wieder zwischendurch Luft holen und genauso darf auch Klaviermusik atmen. Also solche kleinen Momente des Luftholens darf diese Musik immer haben, auch wenn da jetzt keine Pause oder was explizit vorgeschrieben ist. Aber trotz allem passt es einfach an der Stelle quasi nochmal so kurz einzuatmen und dann weiterzuspielen. Okay, dann geht's weiter mit Takt 16. Bis dahin. Auch hier haben wir eine 16. Figur, die nicht auf der 1 beginnt, also auf gar keinen Fall hier bei diesem ersten Ton der 16. Figur eine Betonung machen, weil ansonsten glaubt man nämlich, dass das die 1 sei und dann entsteht folgender Effekt. 1 und 2 und 3 und. Und dann hängt man quasi auf diesem letzten Ton so in der Luft. Aber es ist ja 1 und 2 und 3 und bam. Also wir gehen ja wirklich zu diesem letzten Ton hin. Also das heißt, du machst hier ein Crescendo zu diesem letzten Ton hin, dann nochmal Crescendo. Hierher, leiser, noch leiser. Okay, gibt es noch was zu sagen? Ah ja, hier in Takt 16, 18. In Takt 18 ist Forte vorgeschrieben. Das soll uns also nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir hier diese Entwicklung von Takt 16 bis Takt 18 haben, also dass wir hier eine ansteigende dynamische Entwicklung haben. Was hier auf keinen Fall gemeint ist, ist, dass du hier dieses Forte irgendwie was Aggressives oder so haben soll. Sowas soll das bitte nicht werden. Du musst immer noch dran denken, auch wenn hier Forte steht, wir sind im deutschen Teil. Und von daher ist dieses Forte im deutschen Teil mit Sicherheit nicht so laut und hat auch trotzdem, obwohl es laut ist, immer noch sowas Süßes, was Gezuckertes. Ja, ist also mit Sicherheit nicht so laut wie das Forte im vorherigen Teil, im Takt 11, wo es dann heißt, ja, also dieses Forte ist mit Sicherheit lauter.
ist noch wichtig. Dann schauen wir mal weiter. 19, 20, Takt 21. Hier haben wir wieder diese Notation Achtel mit Punkt drauf und als nächstes Achtelpause. Und das Ganze haben wir also viermal. Das heißt jetzt auch bitte nicht, dass du hier sowas machen sollst, sondern dieser Punkt soll nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Töne zu trennen sind. Ja, und auf dem letzten, hier haben wir wieder die Dissonanz. Diesen letzten Ton, dem würde ich sogar ein kleines Pedal geben. Erstens, um ihn ein bisschen länger zu machen und zweitens, um ihm noch einmal so eine kleine Betonung zu geben, dadurch, dass er übers Pedal eben ein bisschen voller klingt und dadurch auch diese Dissonanz noch mal ein bisschen zu unterstützen, weil diese Dissonanz ist an der Stelle wirklich gewollt und leitet auch schön diesen nächsten Teil ein. Okay, dann haben wir hier eine 16. Figur. Entschuldigung, jetzt war die linke Hand falsch. Für den Fall, dass du mit diesen 16. Figuren Probleme haben solltest, die schön gleichmäßig und flüssig hinzubekommen, dann gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wie du das üben kannst. Also die eine Möglichkeit besteht darin, dass du das Ganze rhythmisierst. Also das heißt, du machst zunächst einen Zweierrhythmus, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Dann könntest du zum Beispiel diesen Zweierrhythmus umdrehen. Lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Dann machst du einen Dreierrhythmus. Kurz, kurz, lang. Dann kannst du einen Viererrhythmus und einen Fünferrhythmus machen. Und die zweite Möglichkeit ist, das Ganze im Staccato zu üben. Für den Fall, dass dir diese Linie zu lang ist, macht es auch Sinn, das Ganze eben aufzuteilen in kleinere Pakete. Also das heißt, beim Aufteilen würde ich immer hinten anfangen. Okay, dann schauen wir uns noch einmal an, Takt 22 und 23. Natürlich wollen wir hier auf dieser 16. Figur ein Crescendo machen. Dieses Crescendo geht quasi bis zu dem Triller und dieser Triller ist auch quasi an der Stelle der Höhepunkt. Das ist so ein Kadenztriller, sagen wir dazu. Also der darf ruhig auch ein bisschen was, ich will nicht sagen Aggressives haben, das wäre zu viel gesagt, aber der darf schon so ein bisschen was Feueralarm-ähnliches haben. Wichtig ist nur, dass wenn du den Triller endest, dass du das Ende schön sanft und elegant machst und dass du nicht sowas machst, also nicht den letzten Ton betonen. Dann klingt das so. Entschuldigung, nochmal.
noch die letzten drei Takte bis zum Wiederholungszeichen an. Hier geht es dann wieder im Piano los. Ab dem Piano im Takt 24 machen wir natürlich wieder ein Crescendo. Das hier ist der wichtige, wieder zur Dissonanz hin. Und dann würde ich persönlich noch einmal ein ganz klein bisschen mit der Lautstärke zurückgehen. Und den ersten Ton im letzten Takt etwas leiser, den zweiten wieder laut und kurz und den letzten wieder lang und etwas leiser. Damit sind wir am Ende des ersten Teiles angekommen. Also wir sind jetzt beim Wiederholungszeichen. Und jetzt wird also wieder ab Takt 1 das Stück, das wir bisher besprochen haben, wiederholt. Damit sind wir am Ende des ersten Videos angelangt. Das Video ist unvorhergesehenermaßen dann doch deutlich länger geworden, als ich gedacht hatte, weil es einfach so viele interessante Dinge zu erzählen gibt. Deshalb habe ich das Video also in zwei Teile geteilt. Im nächsten Teil geht es darum, wie du bei der Wiederholung verschiedene Dinge anders machen kannst, damit die Musik frisch und interessant bleibt. Dazu wirst du fünf unterschiedliche Möglichkeiten kennenlernen. Dann geht es natürlich um die Takte 27 bis zum Ende und es geht um das Thema Sonatenhauptsatzform. Die Sonate ist eine der wichtigsten musikalischen Formen und von daher sollte man dazu natürlich auch so ein bisschen was an Hintergrundwissen haben. Von daher sage ich jetzt einfach bis gleich.